Hallo und herzlich willkommen zu meiner Let's Play Ankündigung Nummer 1. Ich bin die Kamerina, wie man wahrscheinlich an meinem Kanal, an meinem Nickname, wie auch immer, sehen wird. Lol. Was für ein Gag. Ja, das Spiel reagiert nicht. Was will ich ankündigen? Und zwar möchte ich meine eigenen Short Games ankündigen, die ich selber Let's Playen werde. Ja, warum eigene Short Games? Weil ich mir gedacht habe, dass es eigentlich so gut wie jedes Spiel schon gibt. Also schon gibt's als Let's Play. Und, Moment. Okay, ich hab kurz gecuttet, wenn man das nicht mitgekriegt hat. Und zwar habe ich erstmal Musik wieder eingestellt. Wo war ich? Ah, Short Games. Ja, es gibt meiner Meinung nach auf jeden Fall die also die Spiele gibt's Let's Played. Oh, ich laber wieder durcheinander. Verdammt. Es gibt die Spiele, die ich spielen würde, Let's Playen würde, sowieso schon als Let's Plays. Und ich würde gerne was, ein Spiel Let's Playen, was es bisher noch nicht als LP gibt. Und ich habe ein Programm dazu, wo ich selber Spiele machen kann. Warum soll ich dann nicht meine eigenen Spiele Let's Playen? Und das ist der Sinn der Sache. Und ich bin wieder aus dem Spiel raus. So, jetzt kann ich wieder tippen. Ja, fortsetzen. Ich habe mir den Spaß erlaubt, mich viermal zu speichern. Ah, jetzt habt ihr den Namen gesehen. Okay, dann. Neues Spiel. Was für eine Nacht. Echt mal. Die war ja echt nicht von schlechten Eltern. Die Sahnetorte von meiner Mama. Ja. Das ist unser Held. In diesem Short Game. Da ich viele verschiedene Short Games machen werde, wird das nicht der einzige Hit sein, der erscheinen wird. Was irgendwo logisch ist. So, warum höre ich jetzt hier keine Musik? Moment. Sorry für den weiteren Cut. Jetzt habe ich wieder Musik. Ich bin glücklich. Ja. Das ist Helmut. Er ist ein Ritter oder so. Ja, und wir laufen mal ein bisschen durch die Kante. Wow, sehe ich mal wieder gut aus. Hier sind einige interessante Bücher. Unter anderem auch. Das ist nicht für kleine Kinder. Ja. Brenne, brenne, Lichterloh, mach mich glücklich, mach mich froh. Grins. Und das ist ein Waschbecken. Wer hätte das gedacht? Ja. Helmut torkelt durch die Gegend. Tut mir leid, dass es ein bisschen hakt an einigen Stellen. Wie zum Beispiel hier. Aber leider kann ich das nicht anders aufnehmen. Ich werde es mal probieren, wenn ich dann irgendwann mal Fraps habe. Momentan muss ich mich noch mit Camtasia um durch die Gegend hauen. Okay, wer ist Helmut? Helmut ist ein Ritter. Was muss der Ritter Helmut tun? So wie jeder normale Ritter in seinem muss er wie jeder normale Ritter in seinem Leben muss er auch mal eine Prinzessin retten, und zwar vor einem Drache. Klischee-Alarm. Allerdings wird das Klischee etwas ins Lächerliche gezogen. Wie zum Beispiel durch dieses Telefon. Ja, das ist ein Telefon. Momentan bringt es mir noch nichts. Das Bild sagt mir auch nichts. Genauso wie das da drüben. Ansonsten könnte ich jetzt rausgehen, aber dann komme ich nicht wieder rein, weil da irgendwo ein kleiner Bug ist momentan noch. Den ich bald rausmachen werde. Dann habe ich noch hier die Treppe zum Keller, wo ich jetzt nicht drunter gehen werde. Sonst habe ich jetzt schon alles angetippt. Ja.
Ritter Helmut. Leider habe ich bisher nur für ihn den Namen gefunden. Wie ich jetzt den König, die Prinzessin, den Drache und sonst, oder wen, wer auch immer noch auftauchen sollte, nennen werde, weiß ich noch nicht. Ich kann über Stühle laufen. Ich kann über Stühle laufen, verdammt nochmal. Über die Läden drüber. Was ergibt das für einen Sinn? Gar keinen. Egal. Faden verloren? Wo ist der Faden? Los, Helmut, such den Faden. Ich hab ihn nicht. Oh, der hat mir bestimmt gefressen. Ja. Wenn ihr Ideen habt für Namen, Gags oder sowas, könnt ihr das meinetwegen reinschreiben. Oder auch für weitere Short-Games. Ich meine, das ist, wird wahrscheinlich das erste von vielen sein. Mein ein zweites ist schon in der Mache. Naja, der Schalter. Drücken wir drauf. Was ist das denn eigentlich? Ob ich mal drauf drücken soll? Ja, drück drauf. Ich habe da kein gutes Gefühl. Na gut, ich lasse es. Trotzdem äußerst merkwürdig. Ich habe da einen Tippfehler, verdammt. Was ist das denn eigentlich? Ob ich mal drauf drücken soll? Ja, bevor ich das mache, fällt mir sonst noch was ein, was ich sinnlos durch die Kante labern kann. Nö. Ich bin toll. Ja. Ich hoffe, ihr seid geduldig mit mir, weil es kann noch eine Weile dauern, bis ich das Spiel so weit habe, dass ich es let's playen kann. Ich meine, der Anfang, die ersten 10 Minuten kriege ich vielleicht noch die nächsten Tage noch hin. Sicher bin ich mir aber nicht. Also dann. Ich drück drauf. Ja, mir ist jetzt nichts Tolles aber eingefallen. Also bitte stellt euch jetzt einen ganz, ganz super tollen Effekt vor mit Blitzen und mega Soundeffekten und Wirbelstürmen und Feuerstürme und was weiß ich was. Brennende Kaninchen in einem Schafspelz, die durch die von der einen Ecke in die andere Ecke springen. Mensch, bin ich kreativ. Ja. Verdammt, was ist hier los? Wo ist das Licht hin? Bye.